Klaas, vor allem am Anfang haben Sie fast ein Feuerwerk abgezogen, habe ich den Eindruck gehabt. Hat leider für Sie nicht mit den entsprechenden Toren gepunktet. Wie bewerten Sie heute, also wie haben Sie das Spiel gesehen und wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Also ich finde, meine Mannschaft hat hervorragend gespielt. Pforzheim ist ein starker Gegner und wir hatten die, denke ich, gut im Griff, haben das Spiel kontrolliert, hatten eine kleine Schwächephase, wo wir das 1-1 kriegen, aber hatten bis dato auch die Gelegenheit, auf 2 oder 3-0 zu erhöhen. Insofern bin ich heute hochzufrieden und klar, wir trauern ein bisschen den Chancen hinterher, aber letztendlich, denke ich, vorm Spiel hätten wir das 1-1 unterschrieben. Die Siegeserie ist jetzt leider für Sie gebrochen. Wie sehr wurmt das? Ja, die Serie, die tut uns nichts, sondern wir wollen einfach gut spielen, wir wollen uns weiterentwickeln und ich denke, das schaffen wir gerade auch. In jedem Spiel können wir uns noch mal ein bisschen steigern und das ist schon für die neue Runde, wollen wir uns gut einspielen. Planen Sie schon für die nächste Runde? Verfolgen Sie noch Ziele in dieser Saison? Ja, die Ziele sind weg. Im Pokal sind wir rausgeflogen leider. Nach hinten kann uns nichts mehr passieren, nach vorne auch nicht. Insofern können wir schon für die neue Runde uns eigentlich einspielen, weil der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt. Sie haben verlängert frühzeitig. Können Sie da mehr zu den Hintergründen sagen? Ja, das war eigentlich klar, dass ich hier ein langfristiges Engagement von mindestens 2 bis 3 Jahren machen werde, weil wir konzeptionell arbeiten wollen. Wir wollen langsam ein junges Team ausbilden und entwickeln. Das gelingt uns momentan auch sehr gut und es war für mich klar, weil Reutlingen auch mein Heimatverein ist, dass ich da auf jeden Fall nochmal 1-2 Jahre zusagen werde. Im nächsten Spiel treffen Sie auf den Karlsruher SC 2. Es ist ein Auswärtsspiel. Was werden Sie da für ein Spiel versuchen zu machen oder was erwarten Sie da für einen Gegner? Gut, Karlsruhe haben wir im Hinspiel eine böse 1-4 Schlappe gekriegt. Da möchten wir natürlich wieder was korrigieren. Dann werden wir im Wildparkstadion spielen. Ich denke, das ist für jeden Spieler schon Ansporn genug, da wieder alles zu geben. Ansonsten werden wir unsere Spielweise versuchen, wieder dem Gegner aufzuzwingen und nach Möglichkeit die Torchancen zu nutzen. Herr Klaas, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.